Dann mal auf die Suche. Nach Bauxit. Du bist Gold. Du bist kein Bauxit. Galender, Kopper. Also ich bin mir relativ sicher, das hatten wir schon mal gesucht. Und ich bin auch recht weit getappert. Aber das kann auch wegen irgendeiner anderen Ressource gewesen sein. Kohle. Also es sieht auf dem Bild so gelblich aus, das Bauxit. Bei einem gewissen anderen Spiel war es rötlich. Ah, da. Ja, oh oh, hier ist eine Basis, richtig? Ja. Wechsel mal da drauf. Halt dich davon fern. Und es ist auch noch begrenzt. Yay. Eine begrenzte Ressource, die nicht so häufig vorkommt, direkt bei einer gegnerischen Basis. Hm. Und das brauchen wir auch für die Munition wahrscheinlich, richtig? Na, mal gucken. Wenigstens kriegen wir Erfahrungspunkte. Und ein General Level und ein Mining Level und Level Level. Welche Farbe hast du? Ja, so gelblich. So ein matteres Gelb. Also nicht goldgelb, sondern, ne? Da unten. Ja, also wenn wir irgendwann mal die gesamte Südküste hier assimiliert haben, dann haben wir dann ein ganz kleines Bauxitfeld. Da oben wäre noch eins und oh Gott, guckt euch mal die Basis da an. Krank. Ja, da, nee. Nee, es ist eher grau-gelblich. Bauen wir was ab. Einfach abbauen. Ja, schade. Ich glaube, replizieren können wir das auch nicht. Könnte ein Engpass werden. Aber fürs Erste wird das hier reichen. Wir brauchen ja nur ein ganz kleines bisschen für... Ich glaube, den Laser selber braucht man das. Wir brauchen das für noch irgendwas Wichtiges. Also Aluminium braucht man für recht viele Sachen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ja, und ich sollte mal aufhören, die Laser-Rifle-Dinger zu erforschen, wenn ich eh noch gar nicht weiß, wie gut das Ding ist. Ist echt kein Bauxit dabei, ne? Force Field Generator, Octo Energy, nee. Superschnelle Dinger. Nee. 100 Blau ist so, meh. Construction Boards hier. Nur Rot und Grün und wir haben dann die besseren Repair Packs und Zugriff auf, ne? Ist okay, mach das. All diese nervenden kleinen gelben Symbole da unten sollten echt langsam weg. Also die da, dass da Sachen repariert werden müssten. Dann müsste ich auch eine kleine Mini-Anlage bauen, die dann automatisch die Repair Packs herstellt und sie diesmal auch begrenzen. Das hatte ich letzte Staffel mal vergessen gehabt. Das waren dann plötzlich sehr viele. Ja. Was bist du überhaupt? Tungsten. Tungsten ist auch nicht mehr ganz so häufig, ne? Mal gucken, wie oft wir das später brauchen. Ja, ab nach Hause. Versuchen, das erste Aluminium herzustellen. Und dann das Laser. Das Lasergewehr braucht gar kein Aluminium. Aber die Muni braucht Aluminium. Okay, die Muni braucht auch kein Aluminium. Gut, gut. Hätten wir das auch. Wir brauchten nur Glas. Da wollte ich vor kurzem schon mal Glas herstellen. Dazu brauchten wir nur Sand und dann bin ich irgendwo von abgelenkt worden und dann hatten wir keinen Sand. Also gehe ich mal zu der Kiste mit den Dingen, die recycelt werden sollen. Die hier oben irgendwo war. Da drin müsste nämlich noch so ein Ditec Wasserfilter drin sein. Genau, so ein Liquid-Händler. Dann nehme ich jetzt eine stinknormale alte Pumpe. Mach die hier so hin, wo hoffentlich noch Strom kommt. Mach den Liquid-Händler hier hin und mach eine Void-Pumpe. Phantom-Pipe. Dahin, die das Wasser dann zerstört. Wee, wee, ja, ist okay. Und du machst bitte Sand. Zack. Und so kriegen wir Sand und das Wasser wird vernichtet. Tada! Unendlich Sand. Und wenn das Ganze jetzt zu langsam ist, dann können wir natürlich noch eine zweite daneben stellen. Jo, gut, gut.
Mensch, so sollte die beiden Dinger noch aufstellen, ne? Die Steam Turbines. Ja, das mache ich auch gleich. Alles zur Zeit. Erstmal muss ich kurz das Sandzeug hier einschmelzen, um Glas zu bekommen für meine ersten Piu-Piu-Geschichten. So, tu dich mal nachher in eine Kiste zum Zerstören. Dich auch. Laser Rifle hier hin. Hat Range 20. Du hast Range 15. Hat also auch schon mal eine längere Reichweite. Das ist gut. Und gib mir Glas. Und mach 3 davon. Und dann gucken wir doch gleich mal, wie stark das wirklich ist. Mehr. War's das alles an Sand? Okay, dann mach mal hier. Was? Achso, ich kann kein Gold einschmelzen. Das wollte ich auch noch erforschen. Mach mal das da. Mach mal das. Das da. Man braucht 4 Sand für ein Glas. Okay. Okay. Und ich stelle gerade wieder nichts her. Bau irgendwas da. So. Wo hatte ich die Sandanlage gebaut? Da oben. Grrr. Nur hin und her laufen. Na. Ja, fast genau daneben. Ist ja einfach zu praktisch, um richtig das zu machen. Du raus. Du rein. Zip. Zip. Sogar 5 Stück. Ah, ist trotzdem vertretbar. Habe ich auch genug Batterien und anderes Gedöns, um davon ganz viele herzustellen? Weil dann könnte ich gleich mal versuchen, so 1-2 Basen anzunagen. Und die Construction Bots sind fertig. Es wurde jetzt auch schon von mehreren Seiten vorgeschlagen, dass ich auf jeden Fall die MK1-Roboter überspringen soll. Das Extend Robo Network? Oh. Ein Extender. Interessant. Advanced Logistic and Construction Bots. Ja, die kosten auch nur 75. Ja, mach. Stopp. Mach kurz. Nicht replizieren, Gold. Ich wollte Gold einschmelzen. Da. Mach mal Gold. So, also Glas kommt für Muni. Gold ist in Arbeit. Mach bitte. Davon 6 Stück. Wir laufen immer noch mit der Heavy Armor rum. In der Richtung sollten wir bald mal was forschen. Und ich probiere jetzt mal, die oder die Basis zu zerstören. Ich glaube, die da. Es wird sehr gefährlich werden. Slow-Module habe ich. Ah doch, Slow-Module. Warum ist das Licht plötzlich aus? Ah. Bau Slow-Module bitte. Slow-Module sind ganz wichtig, damit ich schreiend weglaufen kann. Genau, mehr. Und mach hier unten irgendwo Platz dafür. Da. Okay. Bin echt gespannt, wie das Lasergewehr abgeht. Also wenn es sich einigermaßen hält, dann können wir die Forschung gleich hochtreiben. Also mit Shooting Speed und Damage und so weiter. Und wenn es nur solala ist, dann halt nicht. Und ich hätte das vielleicht tagsüber machen sollen. Ist okay. Ist okay, nicht weltbewegend, aber ist okay. Ja, wie gesagt, ist weltbewegend, aber ist okay. Ist wesentlich besser als das andere. Guckt euch mal den Schaden an bei dem Spawner. Und ich muss unbedingt mein Defense-Skill hochtreiben. Was ist das Ganze mit 0,09? Ist das die Regeneration? Ja genau, deswegen muss ich den Defense-Skill hochtreiben, weil der erhöht halt die passive Regeneration. Das klappt super. Dauert jetzt zwar eine Weile, aber ne, so geht die Basis weg. Und wenn wir erstmal Shooting-Speed erhöht haben und Damage erhöht haben, dann könnte es einigermaßen abgehen. Und das kostet halt nur Batterien, Glas und halt so ein Gedöns, ne? Ist okay. Ein schönes Zwischending. Zwischen der Combat Laser. Oh Gott. Okay, du musst noch drauf gehen. Ich will das ganze Rumgeschieß hier nicht umsonst gemacht haben. Und weg.
damit wären wir im Zeitalter der Big Byte angekommen. Yay! Tot, okay. Ja, ja. Okay. Vielleicht sind wir auch gerade erst in dem Zeitalter angekommen, weil ich jetzt angegriffen habe. Das wäre natürlich nicht so schön. Forsch unbedingt. Defense Bonus. So. Und hier ruhig das Tool und das war's. Ja. Munition hält sehr lange, das ist sehr schön. Und Forschung, wie gesagt, mehr Damage, mehr Schussgeschwindigkeit muss schnell her. Weil die Big Biter kriegen wir sonst so nicht geknackt. Und die bessere Rüstung muss her und ne, überhaupt alles andere auch. So, gib mir die ganzen Blöcke da. Gib mir die da. Das sieht sehr komisch aus. Und wir werden natürlich sofort angegriffen. Weil wir sie angegriffen haben. Na, Auge um Auge. Zahnrad um Zahnrad. Aber Nordosten ist okay. Ja, das heißt, ich muss jetzt ein Auge darauf behalten, dass wir auch wirklich überleben. Also die Doppelmauer aus her. Dann wurde das Kraftfeld nochmal vorgeschlagen. Es ist so eine elektronische Mauer quasi. Aber da wäre ich mir eigentlich vorher ganz sicher oder ganz gerne, ganz sicher, dass wir auch genug Strom haben und auch immer genug Strompuffer. Weil, ne? Solar Panels MK2 müssten auch bald her, aber die sollten eigentlich erst her müssen, wenn wir einmal komplett die MK1er drumherum haben. Das heißt, bauen wir ganz kurz hier restlichen Einer. Dann will ich mehr Glas, mehr Stahl, mehr Eisen, mehr Kupfer, mehr alles. Ja. Gut, mach noch mehr Stahl. Gut. Grüne Tränke. Mach hier mal schnellere Ärmchen. So, jetzt können die hier auch wieder rein. Du kannst da wieder rein. Blub. Mhm. Wir können jetzt Elektrum erforschen, aber nee. Ich wollte die besten Roboter. Ja, die brauchten Aluminium. Genau, deswegen hat das Ganze erst angefangen. Ich hatte vor kurzem schon mal gesagt gehabt, dass es sich nicht lohnen würde, mit den MK0ern rumzufliegen an Robotern, dass wir gleich auf die MK1er gehen sollten. Dann habe ich gesehen, oh, Aluminium. Und dann bin ich weiter umgeguckt, dann bin ich nochmal irgendwo auf Aluminium gestoßen und dann bin ich auf den Trip gekommen, jetzt muss ich Aluminium herstellen. Also erforscht das auf jeden Fall und danach dann Rüstung und Waffen. Zum Töten. Immerwährender Tod. Gib mal her. Gib Stahl. Hier ist soweit alles okay. Ich hätte gerne braune Chips. Braune Chips? Werden hier gar nicht hergestellt. Ach, braune Chips kamen hier. Genau, da wo es so braun ist. Gib mal die da alle her. Ja, ruhig alle. Eisen hier hält sich. Kupfer geht gut runter. Ist aber auch okay. Rote Tränke stauen sich, was jetzt eigentlich nicht so gut ist. Genau. Zip. Und die Anlage für Aluminium jetzt endlich, ne? Bau mal. Ne, das Ding da brauchen wir. Wir brauchen hier unten irgendwo Platz. So, probier mal hier. Nein. So, wir hätten jetzt gerne Aluminium. Dafür bräuchten wir vorher Aluminar. Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch so ein Ding. Und Carbon. Carbon wurde hier oben irgendwo hergestellt. Das kann man ja fast irgendwie rüber transportieren. Nee. Erstmal muss hier eine Kiste zwischen, definitiv. Genau. Wenn wir sie jetzt auch irgendwo staut, falls wir mal mehr brauchen. Und da wirst du bisher nur hier angeliefert. Das ist alles. Okay, und du arbeitest nicht, weil du kein was hast, weil du gar nicht gebraucht wirst. Genau, weil die. Nimm mal raus.
So, Elektrolyse-Dingens da.